Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal haben wir den Tempel des alten Volkes geschrumpft, daraus die schwarze Substanz gewonnen und dann die schwarze Substanz selber aufgegeben. Was? Und der hatte dann natürlich nichts Besseres zu tun, als damit prompt abzuhauen. Also Cloud hat einige Probleme, wovon das kleinste wahrscheinlich Sephiroth selbst ist. Ich weiß nicht, was du getan hast. Du bist komplett verrückt, würde ich mal sagen. Wie, ist es nicht meine Schuld? Wir sind aufgestanden und haben die schwarze Substanz Seppi aufgegeben. Also, ich weiß nicht, wer noch daran schuld sein könnte. Haut Cloud jetzt Eris nieder, oder? Sehe ich das richtig? Warum macht er das? Geht's noch? Ja. Hoffentlich war das alles eine Halluzination. Oder auch nicht. Oh, ein Wald. Ja, ich kann nicht hören. Was? Was habe ich vergessen? Kannst du auch Aussagen treffen, die man ohne ein Kryptologiestudium verstehen kann? Wie jetzt? Du kümmerst dich um... Der verfolgt uns die ganze Zeit, schlüpft uns da durch die Finger, ist super stark und du kümmerst dich jetzt um ihn? Was? Sephiroth ist nicht der Einzige, der größenwahnsinnig ist, oder wie sehe ich das? Okay. Wir schweben in den Wald hinein. Sehr schräge Szenen jetzt. Das ist der schlafende Wald. Führt zur Stadt des alten Volkes. Natürlich, wenn es einen Tempel des alten Volkes gibt, gibt es natürlich auch eine Stadt des alten Volkes. Du gehst jetzt dorthin? In die Stadt des alten Volkes? Ha? Ja, warum können wir dir nicht einfach helfen dabei? Ha, warum muss das so... Warum kann ich nicht laufen, verdammt? Das gefällt mir gar nicht. Ey. Schon wieder der. Jetzt haben wir bald genug von ihm, oder? Was heißt, wir müssen dieses Mädchen stoppen? Was? Okay, das dürften wir dann wohl doch nur geträumt haben. Ja, ich fühle mich nicht so toll. Eris ist weg? Ja, ich glaube, das wissen wir. Die ist ja irgendwo da raufgegangen, oder? In den Wald oder so. Ja, jetzt fragst du mich. Du warst wach. Okay, gehen wir auch das hin. Oh oh. Gehen wir, Cloud. Komm, hopp, hopp. Also Sephiroth ist an den ganzen Cloud wird verrückt Szenen schuld. Immer die Analogie mit dem Zug. Ich verstehe sie nicht. Ja, Cloud macht sich etwas fertig, dass er irgendwie
dauernd ausflippt, wenn Sephiroth in der Nähe ist. Aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwann mal hin. Ja, wo sind wir jetzt überhaupt? Was machen wir da jetzt? Ja, da stehen wir mal auf. Verschwinden tun wir nicht. Ich kenne das Gasthaus irgendwo her. Na, hoffentlich glauben alle an mich. Immerhin habe ich alle wichtigen Sachen bis jetzt Sephiroth auf dem Silbertablett präsentiert. Warum sollte man dann kein Vertrauen in mich haben? Ja, also wir gehen mal raus und schauen, wo das genau ist. Ah, oh ja, das ist Gongaga. Naja. Ja, na, also ich würde mich fast dafür entscheiden, dass wir jetzt dann Sephiroth auf den Chaos machen. Er hat recht, oder? Ja. Also wir sollten Eris finden. So, wir sind in Gongaga. Eris ist nicht mehr der Pate. Weswegen wir brauchen ja nicht wirklich viel ausrüsten hier. Dann gehen wir mal raus auf die Weltkarte und schauen, wo unser Tiny Bronco liegt. Das liegt nämlich, irgendwie in der Nähe. Ah, hier ist er schon. So, nachdem wir jetzt das Tiny Bronco wieder haben, werden wir jetzt nicht Eris finden gehen, sondern wir gehen auf eine kleine Seitenmission. Und zwar an einen Ferienort, weil nach all der Anstrengung im Tempel und nach den ganzen Kämpfen mit den Drachen und mit den Dämonentoren, es ist mal Zeit, endlich wieder mal Urlaub zu machen. Für das stelle ich aber jetzt vorerst einmal dann... ich fahre mal hin. Ja, damit, hier geht's nicht drüber. Ja. Für das stelle ich meine Party um, fahre dorthin, wo ich hinfahren will und melde mich dann gleich wieder. Hallihallo, und das sind wir wieder. Wir sind hier bei Rocket Town und ich habe in der Zwischenzeit mir in Rocket Town Items gekauft, also vor allem High Potions, also High Tränke. Und ich war schon am westlichen Kontinent, mir Adamantreife besorgen. Zwar gibt es hier in diesem Strand, den wir auch gleich aussteigen werden, laufen Schildkröten rum, die so Adamantreife, von denen man Adamantreife stehlen kann, die wir jetzt dann bald brauchen werden. Aber zuerst wollen wir hier den neuen Kontinent, den wir noch nicht kennen, einmal etwas erforschen. Ja, die Zufallsgegner hier sind schon ziemlich stark. Und was ist das jetzt? Sieht nicht nach einem Zufallskampf aus. Warte. Oh, Yuffie! Hallo! Ja, was ist los jetzt? Okay. Das heißt... Was ist schwierig? Oh, Shinra-Truppen, was? Hast du uns da die Shinra verraten? Was soll die Scheiße? Was hat sie jetzt vor und wo kommen die Shinra-Truppen her? Okay, Gott sei Dank ist Vincent's Limit fertig. Wir werden gleich einmal Vincent verwandeln. Wo sind meine Optionen? Wo sind meine Zauber? Was ist hier passiert? Ja, jetzt wird es aber Zeit, dass wir die kleinen Shinra-Truppen hier fertig machen. Ja, sehr schön. So lobe ich mir das. Ja, ich glaube, mit dem wirst du nicht viel ausrichten. Einschläfern kannst du vielleicht, aber... Okay, Cloud hat auch keine Fernkampfsubstanz mehr, was soll das? Hey, da schläfert ja alle eins von uns. Was soll das? Na
Okay, das wird's gewesen sein mit dem letzten Shinra-Soldaten. Ja, was ist mit unseren Kommando-Optionen los? Mit unserem Menü, ist es kaputt jetzt, oder? Oh, da ist S-Mine, ist ein gutes Objekt. Ja, was? Die ganzen Substanzen sind weg? Verdammt! Yuffie hat unsere Substanzen geklaut. Oh shit. Ja, wir verfolgen Yuffie weiter in den Norden. Und was Yuffie mit unseren Substanzen vorhat und wo wir sie überhaupt finden können, sehen wir alles nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.